Zweitens, Sozialismus ist die Willenstendenz, geeinte Menschen um eines Ideals willen Neues zu schaffen. Sehen wir also zu, was das Alte ist, wie das Bisherige aussieht, unsere eigene Zeit. Nicht bloß unsere Zeit im Sinne von jetzt, ein paar Jahren oder Jahrzehnten, unsere eigene Zeit, 400 Jahre zumindest. Denn prägen wir es uns ein, sagen wir es gleich jetzt im Anfang. Es ist eine große, weitreichende Sache um den Sozialismus. Er will helfen, niedergehende Geschlechter der Menschen wieder zu Höhe, zu Blüte, zu Kultur, zum Geiste und damit zum Bunde und zur Freiheit zu führen. Solche Worte klingen schlecht in den Ohren der Professoren und Traktätchenverfasser, missfallen auch denen, deren Denken von diesen Verderbern imprägniert ist, die die Lehre ausgeben, die Menschen und ganz so ja auch die Tiere, die Pflanzen, die ganze Welt sei in einem stetigen Fortschritt, in einer Aufwärtsbewegung von ganz zu unterst nach ganz oben begriffen, immer weiter und weiter, vom tiefsten Höllendreck bis zu den allerhöchsten Himmeln. Und so sollen denn der Absolutismus, die Knechtseligkeit, die Feilheit, der Kapitalismus, die Not und die Verkommenheit, das alles sollen nur Etappen, Fortschrittsstufen auf dem Wege zum Sozialismus sein. Wir hängen hier keinerlei solchen sogenannten wissenschaftlichen Wahnvorstellungen an. Wir sehen die Welt und die Menschengeschichte anders. Wir sagen es anders. Wir sagen, dass die Völker ihre Blütezeiten, ihre Höhepunkte der Kultur haben und dass sie von diesen Gipfeln wieder herabkommen. Wir sagen, dass unsere Völker Europas und Amerikas seit langer Zeit, ungefähr seit der Entdeckung Amerikas, herabgekommene Völker sind. Völker sind dann in Blütezeiten hineingekommen und halten sich darin, wenn sie von einem Geiste überwältigt sind. Das klingt wiederum übel in den Ohren derer, die sich heutigen Tages Sozialisten nennen und die keine sind, die wir eben in ihrer darwinistischen Tracht flüchtig erblickt haben und die wir jetzt als Anhänger der sogenannten materialistischen Geschichtsauffassung betrachten könnten. Dies aber erst später. Jetzt müssen wir weiter und den Marxismus treffen wir noch auf unseren Wegen und werden ihn stellen und ihm ins Gesicht sagen, was er ist. Die Pest unserer Zeit und der Fluch der sozialistischen Bewegung. Der Geist ist es, der Geist der Denker, der Geist der vom Gefühl Überwältigten, der großen Liebenden, der Geist derer, denen das Selbstgefühl und die Liebe zusammenschmilzt zur großen Welterkenntnis. Der Geist hat die Völker zur Größe, zum Bunde, zur Freiheit geführt. Da brach aus den Einzelnen heraus wie eine Selbstverständlichkeit das nötigende Müssen, sich zu gemeinsam zu verbinden mit den Menschenbrüdern. Da war dann die Gesellschaft aus Gesellschaften, die Gemeinsamkeit aus Freiwilligkeit. Wie ist der Mensch zu der Klugheit, zu der Einsicht gekommen, so wird wohl gefragt, aus seiner Vereinzelung herauszutreten, sich mit den Volksgenossen zu kleineren, dann größeren Verbänden zusammenzuschließen? Diese Frage ist dumm und kann nur gefragt werden von den Professoren niedergehender Zeiten. Denn die Gesellschaft ist so alt wie der Mensch. Sie ist das Erste, das Gegebene. Wo es Menschen gegeben hat, sind sie in Horden, in Sippen, in Stämmen, in Zünften zusammen gewesen, sind sie gemeinsam gewandert, haben sie zusammen gewohnt und zusammen gearbeitet. Erst waren einzelne Menschen, Individuen, die durch gemeinsamen Geist, auch was man bei Tieren Instinkt nennt, ist gemeinsamer Geist, der ein natürlicher, aber kein auferlegter Zwang ist, zusammengehalten waren. Aber dieser natürliche Zwang der verbindenden Eigenschaft des gemeinsamen Geistes hat bisher in der uns bekannten Menschheitsgeschichte immer äußere Formen gebraucht. Religiöse Symbole und Kulte, Glaubensvorstellungen und Gebetsvorkehrungen oder ähnliches solcher Art. Darum ist der Geist in den Völkern immer in Verbindung mit dem Ungeist, das tiefe Denken des Symbols immer zusammen mit dem Meinen des Aberglaubens über die Wärme und Liebe des verbindenden Geistes kommt die Starrheit und Kälte des Dogmas. Statt der Wahrheit dessen, das so tief heraufgebracht ist, dass es sich nur im Bilde sagen lässt, stellt sich der Unsinn der Wörtlichkeit ein. Und dazu kommt dann die äußere Organisation,
Die Kirche und die Organisationen äußeren Zwangs weltlicher Art erstarken und wachsen ins Schlimme heraus. Die Leibeigenschaft, der Feudalismus, die mancherlei Behörden und Obrigkeiten, der Staat. Da geht es mit dem Geist in den Völkern, über den Völkern, mit der Selbstverständlichkeit, die aus den Einzelnen strömt und sie zum Bunde führt, schnell oder langsam hinab. Der Geist zieht sich in die Einzelnen zurück. Einzelne, innerlich Mächtige waren es, Repräsentanten des Volks, die ihn dem Volke geboren hatten. Jetzt lebt er in Einzelnen, Genialen, die sich in all ihrer Mächtigkeit verzehren, die ohne Volk sind, vereinsamte Denker, Dichter und Künstler, die haltlos wie entwurzelt, fast wie in der Luft stehen. Wie aus einem Traum aus urlang vergangener Zeit heraus ergreift es sie manchmal, und dann werfen sie mit königlicher Gebärde des Unwillens die Leier hinter sich und greifen zur Posaune, reden aus dem Geiste heraus zum Volke und vom kommenden Volke. All ihre Konzentration, all ihre Form, die in ihnen mit gewaltiger Schmerzlichkeit lebendig ist und oft viel stärker und umfänglicher ist, als ihr Körper und ihre Seele ertragen kann, die unzähligen Gestalten und die Farbigkeit und das Gewimmel und Gedränge des Rhythmus und der Harmonie, all das hört es, ihr Künstler, ist ertötetes Volk, ist lebendiges Volk, das in ihnen sich gesammelt hat, das in ihnen begraben ist und aus ihnen wieder auferstehen wird. Und neben ihnen stehen andere Einzelne, die ein Gemisch aus Geist und Geistlosigkeit isoliert hat. Gewaltherrscher, Reichtumserraffer, Menschenpächter, Landräuber. In solchen Anfängen der Untergangs- und Übergangszeit, wie sie uns am protzigsten und prächtigsten die Renaissance, das beginnende Barock, repräsentiert, haben diese Kerle noch viele Züge des Geistes, der auseinandergejagt und auch in ihnen wieder zum Teil zur Sammlung gekommen ist. Und sie haben in all ihrer Wuchtigkeit und Macht noch einen Zug der Melancholie, der Starrheit und Fremde, des Unirdischen und Visionären, möchte man bei manchen dieser Erscheinungen fast sagen, der erzählt, dass auch in ihnen ein gespenstisches lebt, das mächtiger ist als sie selbst. Ein Inhalt, dem das Gefäß der isolierten Persönlichkeit zu eng ist. Und ganz, ganz selten erwacht auch einer von ihnen wie aus einem wüsten Traum und er schleudert die Krone von sich und steigt auf den Berg Horeb, um Ausschau zu halten nach seinem Volk. Und es kommen manchmal die gemischten Naturen, an deren Wiege die Fee lange geschwankt hat. Soll sie einen großen Eroberer, einen großen Freiheitshelden, ein Genie des Denkens und der schweifenden Fantasie oder einen Großkaufmann aus ihnen machen? Männer wie Napoleon und Ferdinand Lassalle. Und diesen isolierten wenigen, in die sich der Geist geflüchtet hat und die Macht und der Reichtum, entsprechen die voneinander isolierten, die atomisierten vielen, denen nur die Geistlosigkeit geblieben ist und die Öde und das Elend. Die Massen, die das Volk heißen, die aber nur ein Haufen losgerissener, preisgegebener sind. Losgerissen in melancholischer Fremde, die einzelnen, wenigen, in denen der Volksgeist bestattet ist. Auch wenn sie nichts von ihm wissen. Losgerissen, in Not und Ärmlichkeit zerteilte, die Massen, in die der Geist wieder strömen muss, wenn er und das Volk wieder zusammenkommen, wieder lebendig werden sollen. Der Tod ist die Atmosphäre zwischen uns. Denn wo kein Geist ist, ist Tod. Der Tod ist uns über die Haut gekrochen und bis in das Fleisch gedrungen, aber in unserer Verborgenheit, in unserem Geheimsten und Tiefsten, in unserem Traum, in unserer Sehnsucht, in den Gestalten der Kunst, im Willen der Wollenden, im Tiefblick der Schauenden, in den Taten der Tuenden, in der Liebe der Liebenden, in der Verzweiflung und Tapferkeit, in der Seelennot und Freude, in der Revolution und im Bunde. Da wohnt das Leben, die Kraft und die Herrlichkeit, ist Geist verborgen. Wird Geist gezeugt, der herausbrechen und Volk und Schönheit und Gemeinschaft schaffen wird.
Die Zeiten des Menschengeschlechts, die am schönsten in die Nachwelt glänzen, sind die, wo diese Tendenz des Versickerns des Geistes aus dem Volk in die Schluchten und Höhlungen vereinsamt stehender Personen gerade schon begonnen hat, aber noch nicht weit gediehen ist. Wo der gemeinsame Geist, die Gesellschaft der Gesellschaften, die Durcheinanderschichtung der vielen aus dem Geist erwachsenen Bünde in voller Kraft stehen, wo aber dazu schon die genialen Persönlichkeiten erwachsen sind, die jedoch noch natürlich bezwungen sind von dem großen Geiste des Volkes, das darum auch nicht die banale Bestaunung ihrer großen Werke kennt, sie vielmehr wie eine natürliche Frucht des Mitlebens hinnimmt und sich ihrer mit heiligen Gefühlen freut, aber oft kaum die Namen der Urheber der Nachwelt überliefert. Solche Zeit war die Blütezeit des griechischen Volkslebens, solche Zeit war das christliche Mittelalter. Es war da keinerlei Ideal, es war Wirklichkeit. Und so sehen wir neben all dem Hohen, dem Freiwilligen, dem Geisthaften noch die Reste früherer, schon die Anfänge späterer Gewalt des Äußern, der Brutalität des auferlegten Zwanges des Staates. Aber der Geist war mächtiger, ja, oft durchdrang und verschönte er sogar solche Einrichtungen der Gewalt und der Abhängigkeit, die in den Zeiten des Verfalls ein Abschau und Gräuel werden. Nicht alles, was die guten Historiker Sklaverei nennen, war immer und ganz und gar Sklaverei. Es war da kein Ideal, weil Geist war. Der Geist gibt dem Leben einen Sinn, Heiligung und Weihe. Der Geist schafft, zeugt und durchdringt die Gegenwart mit Freude und Kraft und Seligkeit. Das Ideal wendet sich vom Gegenwärtigen ab, dem Neuen zu. Es ist Sehnsucht nach der Zukunft, nach dem Besseren, nach dem Unbekannten. Es ist der Weg aus den Zeiten des Niedergangs heraus zu neuer Kultur. Aber hier ist noch einiges zu sagen. Vor diesen Zeiten der glänzenden Höhe, die schon auf der Wende stehen, hat es nicht ein einziges Mal in der sogenannten Entwicklung, sondern immer wieder im Auf und Ab der einander ablösenden und sich mischenden Völker andere Perioden gegeben. Da war auch verbindender Geist, da war auch gemeinsames Leben in Freiwilligkeit, aus natürlichem Zwang der Zueinandergehörigkeit. Aber es ragten keine in allen Einzelheiten in Schönheit glitzernden, in Harmonie und Besonderheit zusammengewachsenen Münstertürme gen Himmel und keine Säulenhallen standen in geruhsamer Sicherheit gegen die durchsichtige Bläue des Himmels. Es waren da einfachere Verbände, noch keine Persönlichkeiten genialer Individualität und Subjektivität waren die Repräsentanten des Volkstums. Es war ein primitives, ein kommunistisches Leben. Es waren und es sind lange Jahrhunderte und oft Jahrtausende des ziemlichen Stillstandes. Stillstand, hört es gelehrte und liberale Zeitgenossen, ist für jene Zeiten, für diese fast noch neben uns lebenden Völker, ein Zeichen ihrer Kultur. Fortschritt, was ihr Fortschritt nennt, dieses unaufhörliche Gewackel und Gefackel, dieses schnell müde werden und neurasthenische, kurzatmige Jagen nach dem Neuen, wenn es nur mal wieder neu ist, Fortschritt und die damit in Zusammenhang stehenden verrückten Ideen der Entwicklungspraktiker und die maniakalische Gewohnheit, bei der Ankunft schon wieder Adieu zu sagen, Fortschritt, diese unstetige Ruhelosigkeit und Hetze, dieses Nicht-Stillhalten-Können und dieses Reisefieber, dieser sogenannte Fortschritt ist ein Symptom unserer abnormen Zustände, unserer Unkultur. Und ganz etwas anderes als solche Symptome unserer Verdorbenheit brauchen wir, um aus unserer Verdorbenheit herauszukommen. Es waren und es sind, sage ich, Zeiten und Völker des gedeihlichen Lebens, Zeiten der Tradition, des Epos, des Ackerbaus und des ländlichen Handwerks, ohne viel herausragende Kunst, ohne viel geschriebene Wissenschaft. Zeiten, die weniger glanzvoll sind, sich selbst weniger Denkmäler, Grabmäler setzen als jene Höhezeiten, die so herrlich sind, weil schon ihre Erben bei ihnen sind und ihre an noch wundervolle Jugend mit ihnen verbringen. Eine Zeit vielmehr langen und breiten, fast behaglich zu nennenden Lebens. Es war dann noch nicht der selbstbewusste Geist mit magischer Bezwingergewalt, der schon im Begriff steht, sich abzusondern und als hohe Botschaft über die Lande zu gehen, und die Seelen in
seinen Banden zu zwingen. Auch diese Zeiten waren, auch diese Völker sind und auch solche Zeiten werden wiederkommen. In solchen Zeiten sieht sich der Geist wie versteckt aus. Man erkennt ihn, wenn man forschend hineinblickt, fast nur an seinen Äußerungen, an den Formen des Gesellschaftslebens, an den wirtschaftlichen Einrichtungen der Gemeinschaft. In die allerersten, die primitiven Anfänge, die Vorstufen dieser Zeiten sind die Menschen immer wieder hineingekommen, wenn sie sich aus noch früheren Zeiten des Niedergangs, der Geistlosigkeit, der Tyrannei, Ausbeutung und Staatsgewalt gerettet hatten, oft mit Hilfe von Völkerschaften, die in diesem Zustand der fruchtbaren Stille langsam sich neuen Plätzen zu über die Erde bewegten und aus dem Dunkel des Unbekannten, der Ferne neu und gesund in sie einströmten. So sind die Römer und Griechen der späten Kaiserzeit in dieses Jungbad getaucht und wieder Kinder, wieder primitiv geworden und reif für den neuen Geist, der zu gleicher Zeit von Osten her über ihr Land kam. Es gibt für den, der mit der Menschheit, ihrem ewigen Dahingang und ewigen Wiederwerden mitfühlt, kaum etwas Erschütternderes, sogar zugleich Seelenpeinigendes und zu fast kindlich frommer Zuversicht Aufrichtendes als die Werke der frühbyzantinischen Kunst, die man doch ebenso wohl spätgriechische nennen könnte. Durch welche Verderbnis und durch welche ungeheuerliche Wiederaufrichtung, durch welches Grauen und welche Seelennot sind da Generationen hindurchgegangen, bis sie aus dem modisch eleganten Formalismus und der Totenkälte der Virtuosität zu dieser fast schaudererregenden Herzenssinnigkeit, zu dieser kindlichen Schlichtheit, zu dem nicht mehr richtig sehen können alles Körperlichen gekommen waren. Die Virtuosität des Auges und der Hand hätte sich von Geschlecht zu Geschlecht in Kunst und Handwerk weiter vererbt, wenn die Seele sie nicht von sich gespien hätte wie Unrat und bittere Galle. Welche Hoffnungen, was für tiefe Tröstungen liegen in solchen peinvoll erquickenden Anblick für uns, für alle, die daraus lernen können, weil sie wissen, keinerlei Fortschritt, keinerlei Technik, keinerlei Virtuosität wird uns Heil und Segen bringen. Nur aus dem Geiste, nur aus der Tiefe unserer inneren Not und unseres inneren Reichtums wird die große Wendung kommen, die wir heute Sozialismus nennen. Für uns aber gibt es kein so fernes, kein so unbekanntes, keine Plötzlichkeit und Überraschung aus dem Dunkelmeer irgendwo da draußen in der Welt. Keinerlei Analogie der Vergangenheit kann auf uns mehr ganz zutreffen. Die Erdoberfläche ist uns bekannt, wir haben die Hand auf ihr und den schweifenden Blick um sie herum. Völker, die noch vor Jahrzehnten wie durch Jahrzehntausende von uns getrennt waren, Japaner, Chinesen, sind eifrig dabei, ihren Stillstand mit unserem Fortschritt, ihre Kultur mit unserer Zivilisation zu vertauschen. Andere, kleinere Völker dieser Stufe haben wir ausgerottet oder mit Christentum und Alkohol depraviert. Aus uns selbst muss dieses Mal die Erneuerung kommen. Wenn schon zu glauben ist, dass Völker neuer Mischungen wie die Amerikaner, Völker älterer Stufe wie die Russen, die Inder, vielleicht auch noch die Chinesen uns dabei am fruchtbarsten helfen werden. Den Menschen, die sich aus dem Zustand irgendwelcher Verdorbenheit zuerst wieder erhoben und in die sagenhaften epischen Zeiten der wieder einmal anfänglichen Kultur des Kommunismus retteten, winkte vielleicht oft noch lange kein neuer Geist in sichtbarer, in greifbarer, in aussprechbarer Gestalt. Sie hatten nicht den Glanz eines überwältigenden Wahnes, der sie in seinen Bann zwang, aber den Aberglauben, den elenden, nicht wieder zu erkennenden Rest früher Höhezeiten hatten sie hinter sich gebracht. Sie wollten nur das Irdische. Und so fing ihr Leben neu an, mit dem Geiste der Gerechtigkeit, der ihre Einrichtungen, ihr Zusammenleben, ihr Arbeiten und Verteilen der Güter erfüllte. Der Geist der Gerechtigkeit, ein irdisches Tun und ein Schaffen freiwilliger Bünde, noch vor dem himmlischen Wähnen, das später das irdische Tun in Gemeinschaft verklärt und erst recht natürlich erzwingt. Rede ich mit diesen Worten von den Barbaren längst vergangener Jahrtausende? Spreche ich von den Vorfahren der Araber, der Irokesen, der Grönländer? Ich weiß es nicht.
Wir wissen so gar nichts von den Veränderungen und Entstehungen dieser sogenannten barbarischen Völker früherer und unserer Zeiten. Wir haben da kaum Überlieferungen und keine rechten Anhaltspunkte. Nur das wissen wir, dass die sogenannten primitiven Zustände angeblicher Barbaren oder Wilden keine anfänglichen im Sinne sind, dass damit die Menschheit angefangen hätte, wie viele Fachmenschen zu meinen glauben, die mehr gelehrt sind, als sie denken können. Wir wissen von keinerlei solchen Anfang. Auch die Kulturen der Barbaren kommen irgendwoher, kommen tief aus dem Menschlichen her. Vielleicht aus einer wirklichen Barbarei, ähnlich der, aus der wir heraus wollen. Denn ich rede jedoch von unseren eigenen Völkern, ich spreche von uns selbst. Wir sind das Volk des Niederganges, dessen Pioniere und Voreilende der blöden Gewalt, der schimpflichen Isolierung und Preisgebung der Einzelmenschen überdrüssig sind. Wir sind das Volk des Herabgleitens, wo kein verbindender Geist mehr ist, sondern nur noch seine entstellten Reste, der Unsinn des Aberglaubens und sein gemeines Surrogat, der Zwang der äußeren Gewalt des Staates. Wir sind das Volk des Untergangs und darum des Übergangs, dessen Vorkämpfer keinerlei über das irdische Leben hinausweisenden Sinn erblicken, die keinen Himmelswahn vor sich sehen, den sie glauben und heilig künden könnten. Wir sind das Volk, das wieder aufwärts schreiten kann, nur durch einen einzigen Geist. Den Geist der Gerechtigkeit in den irdischen Dingen des Gemeinschaftslebens. Wir sind das Volk, das nur zu retten, nur zur Kultur zu bringen ist durch den Sozialismus.